Physio Deutschland setzt sich vor allem dafür ein, dass wir andere Arbeitsbedingungen kriegen müssen, dass wir im Rahmen der Professionalisierung uns weiterentwickeln. Wir wollen wissen, welche Form der Physiotherapie in welcher Ausführung, mit welcher Dosierung, bei welchen Patientinnen die höchste Wahrscheinlichkeit hat, zu wirken. Ich bin schon während meiner Ausbildung Mitglied bei Physio Deutschland geworden, weil ich schon damals gemerkt habe, dass sich Physio Deutschland sowohl für das Inhaltliche einsetzt, also auch für die Auszubildenden. Was mich am meisten bewegt, ist, dass ich unglaubliche Wachstumsimpulse durch diesen Verband bekommen habe. Für mich ist das hier der richtige Ort, möglichst viele Physiotherapeuten in Deutschland auf dem Weg hin zu einer evidenzbasierten Physiotherapie mitzunehmen. Unser Rezeptwert hat sich in 15 Jahren einfach verdoppelt. Und das ist eindeutig ein Erfolg von Physio Deutschland, die regelmäßig und beharrlich und gegen Widerstände für uns arbeiten und kämpfen. Ich freue mich wirklich, dass wir 75 Jahre zum Anlass genommen haben, euch heute Abschied vom alten Logo und Aufzug des neuen Logos mitteilen zu können. Wir setzen uns für die Physiotherapie ein. Wir verhandeln für euch mit den Kostenträgern. Wir gehen in die Politik und wir setzen uns für die Professionalisierung ein. Das geht nur zusammen. Deswegen laden wir euch ein, Mitglied bei Physio Deutschland zu werden und unsere Gemeinschaft zu stärken.